Am besten wahrscheinlich ein Zug pro. Oh, das wäre schick. Also eine Lokomotive und zwei Container hinten dran. Ein Ölzug würde dann so aussehen. Oben die vollen Fässer, zweiter Container die leeren Fässer. Ein Erzzug wären wahrscheinlich drei Container einfach nur für Erz. Und dann haben wir so lange Strecken wie hier und benutzen da diese Signaldinger. Und wenn denn ein Zug quasi von hier nach unten oben fährt und von oben nach unten kommt, dann ist es hier irgendwo ein Ausweichgleis. Das wäre cool. Das wäre auf jeden Fall wesentlich effektiver als den Kram, den wir jetzt hier gerade machen. Aber gut, ist, ja. Ist auf jeden Fall schon gut, dass ich ein bisschen was dazu lerne. Wo führst du hin? Oh. Ah, okay. Du bist jetzt rot, weil du da stehst. Das heißt, hier dürfte kein Zug reinfahren. Das funktioniert denn ja schon. Okay. Das heißt, wir... Stopp. Wir laufen einmal quer durch unsere Basis, lassen uns von den Robotern befüllen, die hier schon wieder viel zu viel Zeug abholen und stundenlang aufladen werden. Anstatt mich, ihren Chef, zu befüttern. Klauen wir hier ein paar Eisplatten. Wir holen hier auch noch Solarzellen. Eine. Wow. Könntest du bitte keine Munition mehr herstellen, sondern Solarzellen? Brauchst Kupferplatten. Also haben wir sogar. Okay. Jo, mach. Gib mir. Mehr. Das wird nicht reichen für unten. Okay, muss ich auf dem Rückweg irgendwann vorbeikommen. Was wollten wir noch? Wir wollten noch einen Roboport bauen. Das ist utopisch. Das braucht rote Chips und wir haben keine roten Chips, weil wir keinen Kupfer haben und überhaupt. Jedenfalls nicht genug Kupfer. Sagt das System. Minus 25 Kupferplatten, minus 5 Kupferdraht. Ist zu wenig, ja. Wir haben allerdings 5k grüne Chips. Ich glaube, ich tue etwas Gefährliches. Und schalte die Jungs hier mal aus. Das heißt, die Chip-Produktion bekommt jetzt keine Eisenplatten mehr und kann dementsprechend keine grünen Chips mehr herstellen. Das heißt, Kupferdraht wird sich hier jetzt stauen. In den Kisten. Vor allem, die sind vollkommen sinnlos. Also in den Kisten und alles andere an Kupferdraht kommt dann hier oben hin. Zu den roten Chips, wo es auch wirklich gebraucht wird momentan. Wird mir bestimmt bald wehtun, aber momentan haben wir 4,6k grüne Chips zum Verballern. So, gib mir her. Also wir haben Solarzellen für unten, wir haben keine Roboports. Ich gucke, ob ich irgendwo noch rote Chips klauen kann. Ich glaube hier. Jo. 16. Ein Roboport bauen, bitte. Und euch hätte ich auch noch gerne. So, also wir haben einen Roboport für unten irgendwo. Ich weiß, da fehlte was. Hier werden wir befüllt, okay. Jetzt würde ich gerne zu dem Kehrgleis. Das ist kein Kehrgleis, ne? Ich glaube, Kehrgleis, da muss es einmal so einen Schweif hinten dran geben, dass man auch wirklich wieder rauskommt. Also eine Kehre drin. Da ist das einfach nur eine Sackgasse. Genau du. Okay. Du fährst von Home zu Erz 1. Erz 1 hält hier. Ah, das ist gut. Dann fährst du von Erz 1 wieder nach... Oh, scheiße. Entschuldigung. Du kannst nicht nach Home End fahren. Wenn ich das jetzt so lassen würde, wie es ist, dann würde er erst nach Erz 1 fahren. Dann würde er nicht nach Home fahren, sondern er würde ganz runter bis Öl 2, bei Öl 2 die Kurve nehmen, dann wieder hochfahren und dann bei Home in Dock. Das ist nicht gewollt. Also du raus. Du raus. Du raus. Richtig? Ich bin verwirrt. Also, er fährt hoch zu Erz 1. Dann fährt er direkt von Erz 1 wieder nach unten. Darf er das?
darf er. Oh, wir brauchen noch eine Station. Okay, kurz unterbrechen. Wir brauchen noch eine Station hier auf der anderen Seite. Brauchen wir? Nö, wir haben da unten das Ding da gebaut, oder? Wir haben hier ganz tolle, komische Wege gebaut. Die müssen doch irgendwo für genutzt werden. Hier ist kein Ding nach da. Das ist nicht gut. Also bräuchten theoretisch hier noch eine Verbindung von da nach da. Was ja kein Problem ist, weil das hier ist alles sinnlos. Das kann alles weg. Das ist alles Mauerwerk, das wir... Oh. Und da ist kein Roboter in der Nähe, schade. Ich hatte gerade wieder die Idee, dass wir einfach hier markieren, alles abbauen und dann, ne? Dazu brauche ich aber noch ein paar mehr Roboports. Egal. Ich hätte jetzt gerne hier... Da. Achso, dann hätte ich gerne ganz viele von denen da. Ich hätte gerne Platz. So. Und mir war bewusst, dass meine Gebäude da sind. Aber die Gebäude können, wie gesagt, weg. Wow, das dauert ewig. Ich baue sie vielleicht doch einfach ab. So, na, ist nichts passiert. So. Du da, du weg, du guckst mal, wo wir dich genau hinsetzen müssen. Da, glaube ich. Strommastkappen. Hey. So, jetzt haben wir auch einen komischen Weg von oben nach da. Gut. Das müssen wir gleich gucken. Das ist echt verwirrend, wenn man das zum ersten Mal macht. Also richtig mit der Aufstellung von den Bahnhöfen und so weiter. Aber ich denke, sobald ich das einmal gemacht habe mit ein paar Bahnhöfen, klappt das auch. Also du bist jetzt Öl 1. Die Leute kommen immer von da und sie fahren von hier aus direkt rückwärts wieder weg. Wir brauchen hier keinen so komischen Schweif, richtig? Ich habe keine Ahnung. Dafür haben wir auch den Rückwärtszug. Also wenn wir keinen rückwärtigen Zug hätten, dann bräuchten wir eine Schweife. Aber warum habe ich denn da unten einen Schweif gebaut? Ich glaube, das ist echt nur wichtig gewesen bei der Heimatbasis. Ah, okay. Also, das heißt, hier ist alles gut. Wollte ich hier noch irgendwas bauen? Nee. Okay, hier ist alles gut. Das heißt, ich muss jetzt nur zur Bahn gehen und eine richtige Einstellung machen, wo er wann hinfahren soll. Das ist gemein und garstig. Aber das kriege ich hin. Und wenn es halt nicht klappt, dann sehe ich, woran es liegt und kann es dann ändern. Weil jetzt habe ich wenigstens verstanden, wie es ungefähr funktionieren soll. Also du fährst nach Erz 1, dann fährst du nach Home S. Home S ist das, was nach unten zeigt, richtig? Dann wäre das richtig. Fährst du da? Nee, wir können es ja nachgucken. Home S führt nach Norden. Genau, weil ich das am Anfang falsch verstanden habe. Okay. Home S führt nach Norden. Das heißt, du willst nach Home N. Das heißt, wir hätten alles so lassen können, wie es war. Home N hinzufügen, Home S weg. Home N hinzufügen. Das ist nicht da. Home S weg. Da. Okay. Dann fährst du jetzt nach Öl 1. Von Öl 1 fährst du nach Herz 1. Fährst dann nach Home. Das geht auch. Okay. Nicht ideal, aber es müsste gehen. Go. No pass. Mist. Ist der andere Zug vielleicht... Ich habe vergessen, die Radarschatzen zu setzen. Ist der andere Zug irgend... Oh, da ist hier überall kein Radar. Och, Jungs. Smog könnte... Ah, da ist Licht. Gut, wir wissen schon mal, auf der Strecke ist kein Zug.
Können wir nicht so ein Radarblip auf den Zug rauf montieren? Das wäre echt super. Aber er will nicht, nee. So lange wird der Zug gar nicht da sein. Okay, stopp. Du kommst von unten auf Erz 1. Ja, das ist richtig. Warum? Go to Station, go. Ja. Okay. Das heißt, dein nächstes Ziel wäre jetzt Home N. Home N zeigt nach Süden. Also würdest du da hinfahren und da stehen bleiben. Dann würde wieder die hintere Lok anfangen, Gas zu geben und wieder zu RS1 fahren. Und zwar alles auf dem direktesten Weg, nicht über diese komischen Schleifen. Okay, wo ist jetzt das Problem? Außer dass er jetzt 40 Sekunden wartet, weil er hier ordentlich mit Erz beladen will, werden will. Und er einfach nur viel zu viele Fässer dabei hat. Klau mal alle Fässer. Du hast Platz. Warum belädst du ihn nicht mit Erz? Wir haben schon Strom, oder? Ja, haben wir. Jungs. Ah, sehr komisch. Das ist alles sehr komisch hier. Stopp, fahr. Okay. Habe ich vielleicht doch etwas falsch verstanden? Ich tausche jetzt doch wieder das aus. Du bist da falsch. Da. Hinzufügen, entfernen. Hinzufügen, entfernen. Hinzu. Was? Was habe ich gerade gemacht? Du weg. Du weg. Home S, Öl 1, Erz 2. So, fahr. Jetzt war's. Nee, nur Pass. Nee, daran liegt's nicht. Woran liegt es denn dann? Verdammt. Du, stopp. Wir fahren jetzt mit dir nach Hause. Damit ich nicht jedes Mal hier hochlaufen muss, um irgendwelche Einstellungen vorzunehmen. Außerdem haben wir so dann gleich eine ganze Ladung an Erz. Und wir können testen, ob das mit den Lichtsignalen da funktioniert. Oh, obwohl die Lichtsignale werden auch nur in eine Richtung jeweils funktionieren. Das heißt, wenn wir jetzt hier drauf fahren. Genau, ist die Richtung blockiert. Das heißt, hier dürfte kein. Ah, funktioniert. Er hält nicht. Also er hält. Problem ist nur, er hält viel zu weit vorne und der Zug würde voll Karacho da reinrasen. Also müssten wir dich wegnehmen. Oh. Okay, ganz cool, ganz cool. Dich da hinsetzen und hier eine Pause setzen? Ich weiß nicht, wie schnell er bremst. So, du bist jetzt von der Richtung aus blockiert. Das Ganze brauchen wir jetzt noch für einen anderen Zug. Das heißt, wenn ein Zug von. Nee, warte. Wenn zwischen dem Licht hier und dem Licht. Bremst bitte hier. Okay, also wenn ein Zug von da kommt und währenddessen in diesem Bereich ein Zug ist, wird dieser Zug da halten. Okay. Warum meckerst du jetzt, dass du keinen Pass hast? Wegen den Lichtern, oder? Okay, das heißt, der Zug muss weg. Oh. Vorwärts. Ah, ist immer noch rot. Achso, weil da immer noch rot ist. Du bist grün. Immer noch no path. Alter Junge. Achso, er blockiert sich gerade selber? Geht das? Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich den da
wegnehmen. Nö. Hä? Ich kapiere das noch nicht. Wollen wir einfach einen zweiten Bahnhof bauen? Ich glaube, das wäre dezent einfacher. Was für ein Radius habt ihr? Ja. Okay. Ich habe ein bisschen was dazugelernt, aber anscheinend nicht genug. Das heißt, ich baue jetzt einfach... Ja, einfach ist gut. Wir haben hier nicht so wirklich viel Platz. Ah, doch, haben wir. Wir machen einfach Platz. Du gehst da weg. Ja, noch mehr Ölfässer ist okay. War das Ding wichtig? Glaub nicht.